Ja, Halloween, meine lieben Freunde. Es dauert nicht mehr lange und der coolste Tag des Jahres, beziehungsweise die coolste Nacht des Jahres, steht uns wieder bevor. Ja, in den vergangenen Jahren gab es vom Onkel Retro immer einen Film zu Halloween. Und natürlich fragt ihr euch alle, meine ganzen Millionen Abonnenten da draußen: Retro, wirst du auch dieses Jahr wieder einen Film machen? Ja, werde ich. Interessanterweise, ihr habt ja sicherlich alle meinen Annabelle-Fanfilm gesehen. Habt ihr auch alle gesehen, oder? Wenn nicht, macht's jetzt. Die gleichen Leute, die bei diesem coolen Film mitgemacht haben, machen auch bei dem Halloween-Film mit, den ich drehen werde. Also Chrissy und Patrick und Tofina ist auch dabei. Die kennt ihr ja sicherlich auch noch aus dem ein oder anderen Video von mir. Und ja, ihr werdet rechtzeitig alles Weitere erfahren. Der Film wird, das kann ich jetzt schon sagen, an Halloween veröffentlicht, nicht vorher. Die Uhrzeit sage ich euch noch. Und ich denke, in den nächsten Tagen werde ich euch auch einen kleinen Trailer zeigen, damit ihr schon mal ein bisschen eingestimmt werdet. Aber was ich heute machen möchte, ich werde euch meine Halloween-Deko zeigen. Die ist nämlich schon fertig. Ich zeige sie euch einmal bei Tageslicht, damit ihr auch alles gut erkennen könnt. Das heißt Tageslicht, also beleuchtet, also mit hellem Raum. Ach, ihr wisst schon, was ich meine, meine Güte. Und danach zeige ich euch das Ganze nochmal in Dunkelheit mit Licht- und Soundeffekten. Ja, also ich freue mich auf Halloween. Freut ihr euch auch? Dann bleibt auf jeden Fall dran. Bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Zauberkraft! Und jetzt das Ganze nochmal in Dunkelheit mit Licht und Sound.
Wenn euch dieses kurze Video gefallen hat, meine lieben Freunde, ich freue mich sehr über einen Like, über ein kostenloses Abo, falls noch nicht geschehen. Und wir sehen uns spätestens, allerspätestens an Halloween wieder. Ich denke mal, vorher werdet ihr auch noch was von mir hören und sehen. Und ja, dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss, euer Onkel Retro.